Wir schauen uns die Religionen an, mit ihren Philosophien, mit ihren Überlegungen und Darlegungen, verschiedene Sekten und Kulte. Sie alle geben vor, uns Gott näher zu bringen, uns in eine Erfahrung mit ihm hineinzuführen. Doch können wir ihn wirklich rationell erfassen? Mit vielleicht einem Schritt zurückgehen mit gesundem Menschenverstand? Mit einer Logik, die nicht allgemein Wissen, die nicht normalen Verstand beiseite setzt? Ich möchte das Fragezeichen wegnehmen und es mit einem eindeutigen Ja beantworten. Wir wollen uns auf eine Ebene bewegen, auf die Gott uns selbst auffordert, hineinzuschauen, ihn zu prüfen. Wir wollen keine wissenschaftlichen Experimente, physikalische Versuche oder chemische Seifenblasen ausprobieren, sondern wir wollen das, was wir seit 2000 Jahren, sogar noch länger in der Hand halten, das Wort Gottes anschauen und kritisch beleuchten und schauen, gibt es dort verständliche, nachvollziehbare Belege für die Existenz eines Wesens, was über allem steht, was die Dinge in der Hand hält, kontrolliert, bewahrt, erhält. Wenn wir in die alten Schriften des Alten Testaments schauen und dort die großen Propheten uns anschauen, wie es zum Beispiel der Jesaja ist, fordert uns Gott selbst auf, ihn an bestimmten Dingen zu prüfen und zu hinterfragen. Wer eine Bibel zur Hand hat, ist gerne aufgefordert, diese Bibeltexte selbst aufzuschlagen, selbst nachzulesen, schwarz auf weiß, und sich nicht von mir alles erzählen zu lassen. In der roten Bibel ist das die Seite 888. Im Alten Testament. Ja. Hermann, schaltest du das Mikrofon noch an, das Raummikrofon? Jesaja Kapitel 41, dort die Verse 21 bis 24, fordert Gott auf selbst an sich, sagt, schaut doch mal, auf welchem Grund, auf welcher Grundlage ihr steht. So spricht der Herr. Lasst mal eure Sache herkommen. Worauf steht ihr? Und er fordert alle Bekenner auf, nun tretet mal herzu. Tretet herzu und verkündigt uns, was noch zukünftig ist. Zeigt einmal, sagt an, was zuvor geweissagt ist. Und so wollen wir es uns zu Herzen nehmen, darauf achten und merken, wie es gekommen ist. Die Weissagung überprüfen. Kritisch nachfragen. Lasst uns doch hören, was zukünftig ist. Verkündigt uns, was hernach kommen wird. Und so wollen wir merken, dass ihr Götter seid. Gott führt eine kurze Schlussfolgerung, sagt, tut überhaupt irgendwas, ihr anderen Religionen. Gutes oder Böses. Da wird nichts mehr rauskommen. Aber den Maßstab, den wir an andere anlegen, müssen wir an uns selbst natürlich anlegen. Und auch Gott legt diesen Maßstab an sich selbst an. An seinem Wort können wir ihn überprüfen. An Dingen, die er vorhergesagt hat. Haben sie sich so erfüllt? Oder ist es nur etwas, was aus dem hohlen Bauch heraus geraten, geschätzt, vermutet wurde? Auch an einer anderen Stelle unterstreicht das der Prophet Jesaja noch einmal. Jesaja 44, das ist nur ein paar Seiten weiter. Die Verse 6 bis 8. Rote Bibel, Seite 891.
Gott lässt gar keine Frage hier. Sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Ja, wer wäre mir gleich? Der ruft und verkündige mir, das, so wie ich es mir zurichte. Lass sie doch das Künftige kommen, verkündigen. Und was kommen soll, verheißen. Gottes Schlussfolgerung ist eindeutig und das ist eindeutig auch die Schlussfolgerung der Bibel. Außer mir gibt es keinen Gott. Und wir können ihn hinterfragen. Wir können ihn uns mit unserem Verstand nähern und sein Wort überprüfen. Und ich möchte Ihnen heute einige Weissagungen des Alten Testamentes vorstellen, die so erstaunlich sich erfüllt haben, die Jahrhunderte zuvor prophezeit wurden und sich haargenau erfüllt haben. So sind es auch die großen Propheten des Alten Testamentes, die uns heute Abend beschäftigen sollen. Die Propheten Jesaja und Jeremia. Und ihre Weissagungen beschäftigen sich nicht mit kleinen Zufälligkeiten, sondern mit der Geschichte der damaligen Welt, mit dem Aufkommen und dem Fall der Reiche und Mächtigen. Wir wollen uns die mächtigste Nation des damaligen bekannten Weltbildes mit Babylon beschäftigen. Die Eroberung des großen Reiches der Babylonier. Das Neubabylonische Reich in einer Zeit 626 bis 539 vor Christus in seiner vollen Blüte erstehend, ist auch heute uns noch bekannt als eines der mächtigsten und der reichsten Nationen, die damals je existiert haben. Wir in Berlin haben den Vorzug, wir können sogar ins Pergamonmuseum gleich um die Ecke fahren und uns dort noch die verbliebene Pracht des alten Babylon anschauen. Hier das Eingangstor zur Prozessionsstraße, das Ischtar-Tor. Und wenn wir nach Babylon hineinschauen und uns mit den Gegebenheiten beschäftigen, finden wir tatsächlich, es ist eines der mächtigsten Reiche gewesen. Reich an Gütern, reich an Kultur, an Schätzen. Für damalige Verhältnisse eine uneinnehmbare Festung als Hauptstadt mit Mauern, die, glaubt man den Geschichtsschreibern, bis zu 70 Meter hoch waren. Breit genug, dass zwei Streitwagen parallel darauf fahren durften, konnten. Eine uneinnehmbare Festung. Mit Wasser versorgt durch den Euphrat, der mitten durchfloss. Mit all seiner Pracht ausgestattet, sodass sein größter und bekanntester Herrscher, als er auf dem Dach seines Palastes steht, ausrufen konnte, ist das nicht das große Babel, das ich erbaut habe für meine Herrlichkeit und zur Ehren meiner Macht? Und auch wir kennen Babylon als eines der sieben Weltwunder. Die hängenden Gärten zeugen von der architektonischen, der Ingenieurskunst der damaligen Konstrukteure. Doch dieses Land, diese Nation auf dem Höhepunkt seiner Macht, da muss der Prophet Jeremia, gerade nachdem Babylon das alte Israel erobert hatte, im gleichen Atemzug verkündet er schon den Fall dieses Reiches. Den Untergang einer Nation, die gerade sein eigenes Land erobert hat, sein ganzes Volk hinweggeführt hat. Alle Länder um sich herum sich einverleibte. So spricht er in Jeremia 51, Vers 20 und die folgenden: Du Babel, du warst mein Hammer. Entschuldigung? Meine Kriegswaffe, ja? Das ist in der Roten Bibel auf der Seite 900.